Vier Künstlerinnen konfrontieren uns mit den dunklen Schemen ihres Frauenlebens. Als Lust- und Lebensspenderin setzen sie Zeichen gegen destruktive und deformierende äußere Einflüsse, leidenschaftlich und bildstark. Ihre differenzierten feministischen Positionen liegen zwischen den Polen Eros und Tod und zielen auf Dämonen an. Mit Ping Qiu haben wir eine chinesische Künstlerin eingeladen, die bereits in der Inselgalerie vertreten war. Sie schlug ihre chinesische ehemalige Kommilitonin Zheng Gu vor, die derzeit in New York lebt. Und beide stellten hier in der Inselgalerie kurz ihr Konzept vor. Wir waren begeistert, beeindruckt von den unterschiedlichen Herangehensweisen an dieses Thema, sowohl formal als auch inhaltlich. Und wir luden die beiden Künstlerinnen zu unserer Ausstellung ein. My feminism comes from inside me, like tears in my eyes. Through my life experience, and also I see in others, I create feminist conceptual art to share my thoughts, and I also want to inspire the audience to take on this theory and move the feminist forward. Ich lebe selbstständig. Ich schreie nicht laut, dass ich Feministin bin. Nur ganz deutlich und ganz klar in meinem Kopf, dass ich meine weibliche Ästhetigkeit in meinem Kunstwerk ausdrücken. Ergänzt wurde dieses Duo sozusagen durch die Videoarbeit einer weiteren jüngeren Künstlerin mit chinesischen Wurzeln, die derzeit in Perth lebt. Das ist Tami Xiang. Is focusing on the social issues. So feminism is actually part of my work because it's also an issue of the society. Ich habe mich eigentlich immer, gerade auch an der Kunst, eben besonders auch immer für Frauen interessiert, weil ich Frauen einfach schön finde. Thank you.
mit den Skulpturen der Bildhauerin Karin Kreuzberg, glauben wir, einen äußerst interessanten Spannungsbogen gefunden zu haben. This day, I hope the whole world will celebrate with women all together. I hope every woman live freely on this day and do what they like to do and care about others and forever. Ja, ich wünsche mehr Freude, bessere Arbeitsbedingungen für alle Frauen. I would like to say those women coming from the developing countries get more tolerance and more respect from the society, from the government or from the men. Dass sie wirklich auch ihre Rechte durchsetzen können und ihre Stimme gehört wird. Das wünsche ich ihnen. Chinesische und deutsche Wurzeln, lebend in Europa, Australien und Amerika. Faszinierend und inspirierend und in der Unterschiedlichkeit des Ausdrucks ein würdevoller Beitrag zum 8. März. Sie sind herzlich eingeladen.